Ignis, ich fahre. Was sagt der Wetterbericht? Wolken, Sonne und steigende Temperaturen. Schön. Wir wollen zum Galdinkai. Da wollen wir hier links fahren. Oder? Ja. Das ist korrekt. Da fahren wir jetzt links. Und vielleicht halten wir unterwegs noch an und sammeln den Kram auf. Oder fahren wir durch? Naja, gut, sind 2 Kilometer. Vielleicht sollen wir durchfahren. Raus mit euch. Da ist schon wieder einer mit einer Panne. Ein Dach. Was soll ich nur machen? Ich kann das Auto doch nicht hier lassen. Bist du nicht der vom letzten Mal? Und da, Junge, da vorne, kannst du dir eins kaufen? Ein Glück kann ich wieder fahren. Ha, wir sind unschlagbar. Wäre einfach zu nett. Kling. 100 gekauft für 500 verkauft. So muss das sein. Okay, beim nächsten Mal müssen wir uns also ein neues holen. Ein neues Panzer. Los geht's. Also, es steht jetzt hier noch einer, weil noch eins habe ich nicht. Noch ein paar Pferdchen. Raus mit euch. Alles klar. Welches Level haben die wohl? Komm. Wie sollen wir vorgehen? Wir machen sie platt. Sehr hilfreich. Beobachte die Bewegungen deines Gegners. Ja, ja, ja. Und sei vor allem. Und wieder einen ausgenockt. Haha, wieder einen ausgenockt. Ein drahtiges Schnurhaar. Haben wir alle? Da ist noch einer. Oh, noch ein Schnurhaar. Habe ich denn noch irgendwie eine gute Ausrüstung? Das hat mehr Schutz oder so wahrscheinlich die Lanze. Dolche. Oh. Egal, fahren wir erstmal weiter. Gehen wir. So, los geht's. Ja, ist halt ein bisschen doof, ne? Diese Typen, Imperialen, die sind echt nervig. Wir sind jetzt zu viert und trotzdem schießen die nur auf mich die Säue. Und dann war das wieder sehr fragwürdig mit dem Felsen eben. Ich konnte dahinter auch nicht in Deckung gehen. Na ja, egal, ist schon nicht so schlimm.
Boah, hier können wir jede Menge Kram abbauen. Hier war der Riesenvogel, ne? Ist der, ob der wieder da ist? Ja, der ist wieder. Müssen hier links. Ah, schöne Aussicht. Da hinten die Insel will er wahrscheinlich ein Foto haben. Würde mich zumindest nicht wundern. Dann könnten wir wieder fischen gehen. Oh, wir sind ja schon da. Entschuldigung. Ist vielleicht doch nicht mehr so weit. Komm, Haken, rückwärts fahren und. Da wären wir. Wie angenehm, andere Leute zu sehen. Das tut man nicht so. So lange waren wir jetzt auch nicht weg. Das ist aber jetzt nervig, dass der Typ immer da hinten hocken muss. Kann er sich nicht mal woanders hinsetzen? Wird doch eh kein Schiff mehr. Guck mal, weil wir das Foto machen müssen. Ach, guck mal hier. Nocked, wir müssen die Mikage-Insel knipsen. Nicht? Willkommen am Galdin Kai. Endlich mal wieder ein freier Tag. Mikage-Insel fotografieren. Irgendwo eine schöne Stelle für geben. Wo? Vielleicht da vorne? Werde ich jetzt mal hier hingehen. Vielleicht lohnt sich das ja jetzt. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Wie wär's denn hier? Fotozeit! So, gehen wir zurück. Reef, Bericht erstatten. Fünf Kilometer, ein ganz schönes Stück. Wir möchten aber erst noch mit Dino reden. Pappsatt. Oh, ausgezeichnet. Ich hoffe, Prinz und Gefolge sind wohlauf. Ja, ja. Wunderbar. Kannst echt stolz auf dich sein. Dein Einsatz macht die Welt ein wenig sicherer. Wieso das? Normalerweise trauen sich einfache Bürger nachts nicht raus. Aber manchmal müssen sie, ob sie wollen oder nicht. Sicher. Also, für diese armen Schlucker sind meine Accessoires. Und für dich. Hast schließlich eine Belohnung verdient. Hier, probier's einfach mal aus. Dann bis zum nächsten Mal. Es lohnt eigentlich immer. Na schön. Ich bin jetzt gekommen. Das. Hallo, was haben wir? Ah ja, den Armband. Bis zum nächsten Mal. Gehen wir nachschauen. Erhöht die Stärke. Das erhöht auch die Stärke wahrscheinlich. Ja. Haben wir denn noch so? Hier gibt es mehr Leben. Schilder 52, das habe ich noch nie damit rumrennen sehen. Okay, Dämmerbrecher, dann hat er noch Sturm. Die Punkte habe ich eigentlich schon wieder. Da unten in der Ecke, 22. Du hast einen verdammt guten Riecher, Prinzchen. Schon mal daran gedacht, Reporter zu werden?
Nein. Wäre ein ziemlich steiler Karriereknick. Na gut. Könnt jedenfalls mal wieder Hilfe gebrauchen. Sorry, für mich ist der Trip einfach zu gefährlich. Für euch aber nicht. Und es lohnt sich. Er sagt immer, ist nicht zu gefährlich, ist zu gefährlich für ihn und für uns nicht. Doch, bestimmt. Aufgaben. Da waren wir noch nicht. Ohne. Sonst noch irgendwas in der Nähe, wo wir gerade sind? Nee. Nein. 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 Nix mehr da. Das könnten wir noch abgeben. Minimum. Müssen wir hin? Da müssen wir hin. Die wird gewaltig. Müssen wir auch da hin? Ist ja schon fast das nächste. Okay. Gehen wir dahin. Ja. Uhr? 16 Uhr. Dann gehen wir vielleicht nochmal wischen. Dann gehen wir. Bislang hat es sich immer gelohnt. Also sollten wir uns drauf einlassen. Hast schon recht, aber trotzdem. Sag nicht, du willst dich beschweren. Gut, haben sie ausgequatscht, gut. Wir fischen nochmal ein bisschen. Ein, zwei Fischchen vielleicht, vielleicht drei. Dann gehen wir campen und wir diesmal einen Buff kriegen vom Essen und dann fahren wir wieder durch den Tunnel. Und wieder angegriffen werden. War nie unten am Strand. Ich dachte, wäre das zum Sammeln vielleicht. Nix? Gar nix? Schade. Dann soll er Fotos schießen. So, okay. Brauche ich noch ein paar Köder oder so? Ich glaube, meine Schnur ist fast kaputt. Nummer 2. Besten Dank. Bis hoffentlich bald. Ja, bis hoffentlich bald. Und dann die Angel auswerfen. Wechsel die Schnur aus, bevor sie dir reißt. Okay, was wollen wir denn hier vorne? Ist und ganz einsam. Interesse. Komm, Beiß. Oh, er will nicht mehr. Komm. Schmeckt super, komm. Wird hart. Das ist ja. Was haben wir denn hier an der Angel? Muss ein Monster sein. Oh nein, die Schnur reißt. Gut. Muss ein Monster sein. Der kämpft. Oh, nein, meine Schnur. Gut. Der zappelt mir so viel rum. Hab ich ihn nicht. Wird auch nichts mehr. Nein, die Schnur reißt.
Ah, ich wusste es. Die Schnur war wohl nicht stark genug. Ah, verdammt. Das ist ja weg. Will keiner mehr beißen, hä? Beiß, Fischi, Fischi. Komm schon, Fischi, komm raus. Da hab ich dich. Aha. Wow. Der war nicht so schwer. Freu dich doch mal ein bisschen. Wow. So ein kleines Fischchen. Ist doch noch besser. Komm schon, Nocht. Ich kipp gleich um vor Hunger. Du kippst immer um vor Hunger. Hol dich da raus. Verlass dich da. Oh, kleiner dicker Brummer, du. Ah. Hab dich. Nicht übel. 40 Zentimeter. Nochmal. Yeah, Fishing. Wer holt den dicksten raus? Noch ein paar Köder auch kaufen. Na, ja, willst du den nicht? Magst du den nicht? Da hinten ist wieder was Großes. Der ist bestimmt fett. Ein fetter Fisch. Ja, guck mal, oh, wie dick der ist. Kein Interesse, hä? Köder wahrscheinlich. Ob dein Vater auch geangelt hat? Hm. Nicht, dass ich wüsste. Kein Interesse von euch. Oh, okay, die wollen nicht mehr beißen. Brauche ich neue Köder erstmal. Was fängt man denn nochmal hier so? Makrelen, Dickkopfmakrelen und geil den Stachelmakrelen. Haltet euch fest, ich ziehe einen Riesenfang. Ach, du bist's wieder, Minion. Ja. Dickkopfmakrelen. Besten Dank. Und hier wie Stachelmakrelen. Schaft und Schnurriss. Verdammt. Ja, ich guck, ob gibt's eine neue Angel. Wie helfen? Okay. Bis hoffentlich bald. Jo. Und kommt, Leute, gehen wir campen. Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Nix, einen Moment, weiter geht's. Kannst uns was Schönes kochen. Was tun uns denn Schönes? Heute hier übernachten. Ja, machen wir ja. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Ich hoffe, die reichen für was Leckeres. Knusperfritten. Nein, bloß keine Knusperfritten.
brauche mal was richtig Herzhaftes. Tschüss. Das sieht gut aus. Pfefferkoteletts. Angriffskraft, LP. Pionierspieß. Kritische Trefferrate plus 30%. Plus 500 Leben. Das sieht gut aus. Das machen wir doch mal. Heute gibt es was Herzhaftes. Lecker Pionierspiel. Oh, ich dachte, wir würden Angel noch auf 3 kriegen. Oh, ist das dunkel. Aber diesmal nicht so viel Fotos, schöne Fotos bei. Ja. Ja, war ich ja gerade. Zeit zu gehen. So, los geht's. Ja, los geht's, Leute. Das kommt auf den Weg, das können wir noch empfohlen. Ich würde ja gerne nochmal die Route auswerfen, aber nein, wir fahren dann erstmal Richtung Aufgabe. Ich habe jetzt hier jetzt einen passenden Köder dazu. Oh, was liegt denn da? Gelbsteinsplitter, okay. Den jetzt erst gefunden habe. Da kann ich nichts machen. Ich passe ja nie richtig auf, das ist das Problem. Ich reite los auf meinem Chocobo. Ja, die Aufgabe machen wir auch bald. Dann können wir eigentlich vielleicht Chocobos freischalten. Neuer Tag, neues Glück. Ja, auf geht's. Jawohl, er sagte es. Neuer Tag, neues Glück. Dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet heute. Wenn wir mal einen Kampf überstehen, ohne dass wir gleich ein Elixier brauchen. Ja, im Tunnel müssen wir bestimmt wieder kämpfen. Werde ich schon fast drauf wetten. Durch den Tunnel fahren, nach dem Tunnel müssen wir rechts. Echt dunkel, bis man drin ist, dann ist es auf einmal hell. Ignorieren es einfach, es kommt nichts, Wir sind fast durch, hoffe ich. Da vorne sehen wir schon Licht am Ende des Tunnels. Ah, sehr gut. Das war nur eine optische Täuschung, ist noch gar nicht das Ende. Na gut. Ah, ist das Ende. Licht. Schaffen's. Wir schaffen's. Ohne Kampf durch den Tunnel. Aber fies, ne? Im Tunnel, wie soll man da ausweichen? Eieiei.
Fahren einfach geradeaus. Ja, wir parken gleich einfach am Straßenrand, so nett sind wir. Trümmerhain-Parkplatz. Ist schön die Gegend hier, muss man ja sagen. Haben wir hier. Eingezäunter Bereich. Ja, aber es ist ein Parkplatz. Parkplatz fahren ist doch super. Na dann sehen wir uns mal um. Also doch ein Parkplatz in der Nähe, ja, super. Das ist super. Schön, ne? Die Aussicht. Was wird uns erwarten? Unser erster Tod. Ein Sandstein. Na schön, wenn wir es brauchen. Na, wo sind die Typen? Lass Nockt! Da oben! Feinde! Danke! Ich höre sie schon wieder. Ich wusste, dass die gleich wieder angerufen wird. Ich komme! Ungeschliffen sind die Dinger leider nichts wert. Bloß Mineralien. Alter, guck dir mal. Alter, was kommt denn? Alter, das kann doch nie normal sein. Boah, was kommt denn da raus? Mann, Mann, Mann. Okay, da vorne sind schon mal die Mineralien. Er sah aus, als wenn da 20 Mann aus dem Ding gehüpft sind. Die schießen alle. Tut das weh? Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Hab einen. Hier, oder? Hä? Das ist ein Rohstein? Sieht ja aus wie ein normaler Stein. Okay, weiter geht's. Oh, ein Poppack Schokobo. War nicht das, was ich sammeln wollte. Oh, Assassinendolche. Ja, ich schaff das nochmal. Das war falsch. Und 21, 264. Rüste ich die doch mal aus. Doch, ich muss 3 Edelsteine. 3 Stück. Bei den Felsen kann ich wesentlich in Deckung gehen. Jetzt leg ich los. Übernimm dich bloß nicht. Oh, oh, wow, oh, wow, wow. Okay. Weiter. Den haben wir wenigstens gut geschafft. Da ist nochmal. Ah, da haben wir schon Nummer 2. Dann fehlt nur noch eine hier. Sehr gut. Dann mal auf zum nächsten Stein. So, wo könnte der letzte sein? Wo ist der? Hinten haben wir, da haben wir. Bei den letzten. Nockt. Ich höre Magitech-Motoren. Oh. Sag das doch nicht immer. Da ist der letzte. Sieht verdammt nach Rohstein aus. Fertig, ja, Leute. Sieht verdammt nach Rohstein aus. Gleich für die Insel haben wir fertig. Zwiebelt gewaltig ist doch gar nicht so weit weg. Sind schwerer als man denkt. Wir kommen da raus. Durch das an. Das ist doch Wahnsinn, was da rauskommt. Wahnsinn.
Wahnsinn, ne? Widerwärtig. Ich habe einen Plan. Fass dich kurz. Qualität braucht Zeit. Ja. Wirklich? Schon wieder? Man wird hören und sehen verlieren. Dann wollen wir mal weiter. Wir sind überhaupt noch Gegner, die ich schaff. Die stehen da alle auf einen Haufen. Wir stürmen da jetzt rein. Links sind Feinde. Danke. Das war's. Dann werden wir wohl drauf gehen. Hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Ja, seht ihr, die sind nicht einfach. Die nehmen auch irgendwie so viel Schaden. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich bin auch überwältigt. Wie machen wir das denn am besten? Ich habe jetzt wie viele Punkte? 31. Heilung. Mit die Ausdauer. So, aber ich weiß noch nicht. Naja, sehen wir. Nocht, ich höre Magitech-Motoren. Oh nö. Komm schnell weg hier. Gehen wir. So, los geht's.
Schneller! Nicht lang quatschen, losfahren! Wenn man nur einen Fuß aus seinem Auto setzt, kommen sie gleich. Oh, wir haben es geschafft. Oh, hier sind wir so kleine Hundebiester. Schafft man vielleicht. Egal, wir fahren jetzt erstmal. Es zwiebelt gewaltig. Eine Riesenzwiebel ernten. Einen Buff haben wir ja auch noch, zum Glück. Ja, zum Glück das Leben gerettet, schon mehrfach. Ja, das mit dem Kämpfen, das muss ich noch irgendwie besser hinkriegen. Wow. Hier, Wanderung hier. Raus mit euch. Knurr nicht, die machen wir jetzt fertig. So, jetzt gebe ich Vollgas. Ja, ja, das sagst du immer. Jungs, hier gibt's was zu tun. So, dann kümmern. Alleine? Hier war das nicht gedacht. Ja, mach ich. Also dann. Ist der vergiftet oder was? Oh Mann, ich bin vergiftet. Leg los, Pronto! Die Wirkung eines Toxins. Auf welcher Seite stehst du? Sorry. Das war ja nicht schwer. Muss er alle? Nein, einer steht noch. Einfach. Ein bisschen EP wollten wir noch mitnehmen, ne? Ja, ich bin vergiftet. Gehen wir. Los geht's. War schon wieder 13 Uhr. Die Zeit geht rum in dem Spiel. Das ist unglaublich. Ich will jetzt hier hinfahren oder muss ich wieder hier außen parken? Raus mit euch! Wir parken immer am Straßenrand hier. Ach ja, lustig. Mal sind wir in der Nähe, ne? Filzbibel. Ich muss einfach nur eine Zwiebel herausziehen hier aus dem Buch. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Eine klare Schleppsuppe. Oh, da freue ich mich drauf. So, die Ernte wäre eingefahren. Oh. Kann jetzt nicht alles gewesen sein. Doch, das war alles. Okay, was haben wir noch? Wir sind jetzt wo? Nichts in der Nähe. Megafahrt, aber es ist auch nicht wirklich in der Nähe. Fahren wir erstmal wieder auf weiter Flur. Dave. Fahren wir zu Dave. Auf die Straße und dann immer die Straße vor. Okay, dann fahren wir erstmal zu Dave.